Solange wir zusammenhalten, kann uns nichts aufhalten und wir kommen gemeinsam ans Ziel. Mach's richtig heiß, mach's richtig heiß. Dann wird feste schnell flüssig und dann schmilzt auch das Eis. Fällt dein Eis mal runter und macht nen Fleck. Schmilzt unsere Sonne ihn ganz schnell weg. Bei bestimmter Wärme schmilzt jedes Ding. Ja, das ist der Schmelzpunkt. Mach's richtig heiß, mach's richtig heiß. Dann wird fest, ist schnell flüssig und dann schmilzt auch das Eis. So wird Eis zu Wasser, Steine zu Lava. Feste Stoffe schmelzen. Mach's richtig heiß, mach's richtig heiß. Dann wird fest, ist schnell flüssig und dann schmilzt auch das Eis. Schmelzen! Schämelema, Schämelsüßesam, hier wieder Rennwagen Picky. Ich melde mich live von den Eisbrücken. Und ich kann euch sagen, Leute, das Eis mag ja kalt sein, aber dafür wird dieses Rennen immer heißer. Ja, Crusher, hey, das Rennen läuft echt super für dich. Weißt du denn, dass du immer noch auf Platz 1 bist? Na klar doch. Und weißt du auch, dass du schon bald das Ziel erreicht hast? Oh, klar doch. Und weißt du auch, dass du gleich in einen Schneemann krachen wirst? Klar doch. Oh nein. Also gut, jetzt weiß ich's. Wow. Und gerade als ich gedacht habe, das Rennen kann gar nicht spannender werden, da merke ich, ich habe mich geirrt. Da kommt Rennwagen Stripes angerast. Nicht Stripes. Der Kerl darf auf keinen Fall vor mir über die Eisbrücke fahren. Vielleicht könnte ich ja ein bisschen schummeln, um ihn aufzuhalten. Gute Idee. Ich baue mir einen super Sonnenstrahler. Na los, Super Sonnenstrahler! Steig auf und scheine! Neueste Meldung! Crusher Super Sonnenstrahler schmilzt gerade die Eisbrücken. Das könnte ganz schön matschig werden, Leute! Ich zieh dich hoch, Stripes! Blaze, ich weiß nicht, was passiert ist, aber plötzlich war ein Teil der Eisbrücke nicht mehr da. Oh nein, da ist ein super Sonnenstrahler. Und er schmilzt auch gleich noch den restlichen Teil der Eisbrücke weg. Schnell, wir müssen diese Brücke überqueren, bevor es zu spät ist. Der Sonnenstrahler verbrennt mein Auspuffrohr. Uns bleiben nur 9 Sekunden, um die Eisbrücke zu überqueren, bevor sie schmilzt. Helft uns, rechtzeitig rüberzukommen. Zählen wir von 9 an rückwärts. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Geschafft! Klasse gemacht, Leute. Jetzt liegt nur noch eine Eisbrücke vor uns. Aber es sieht so aus, als würde der Supersonnenstrahler gleich noch sehr viel heißer strahlen. Uns bleiben nur noch 5 Sekunden, um über die letzte Eisbrücke zu kommen. Zählen wir von 5 an rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich hab gedacht, mein super Sonnenstrahler würde die Eisbrücken wegschmelzen. Wisst ihr? Etwa so. Oh oh. Seht nur! Da ist die Ziellinie! Juhu! Yeah! Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir kriegen den Eispokal! Das war ja mal ein Rennen, Blaze. Ja, es war echt ziemlich cool. Sieh mal, Blaze, da fliegt Swoops Rotor. Hinterher, AJ. Thank you.
Hui! Blaze, Achtung! Oh, so ein Rost! Die Straße endet hier! Oh nein, der Rotor fliegt wieder davon! Aber wir müssen ihm doch irgendwie folgen können. Hey, sieh doch mal! Ein Knopf! Wofür kann der sein? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Wow! Ich habe noch nie eine Rennstrecke gesehen, die so weit nach oben geht. Ja, sie führt über die Berge und direkt durch die Wolken. Das ist eine Himmelspiste. Kommt mit, wenn wir die Himmelspiste nehmen, dann können wir auch Swoops Rotor einholen. Bereit? Und los! Jetzt kann es losgehen, wir heben ab und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten, und jetzt sind wir nicht aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja, wir heben ab, hier kommen wir, auf geht's! So ein Rost, seht nur, Swoops Rotor fliegt direkt durch diese Wolken hindurch. Aber das sind Gewitterwolken und dort entstehen gewaltige Blitze. Ein Blitz entsteht, wenn die Wassertropfen in der Wolke gegeneinander stoßen. Durch das Gegeneinanderstoßen entsteht eine Energie, die elektrische Ladung heißt. Und diese elektrische Ladung schießt dann als Blitz aus der Wolke. Oh. Wenn wir den Rotor von Swoops einholen wollen, müssen wir uns von den Wolken fernhalten, die innen elektrisch aufgeladen sind. Das sind die Wolken, aus denen Blitze kommen. Vorsichtig, Blaze! Vor uns sind zwei Wolken. Seht genau hin. Welche Wolke ist elektrisch aufgeladen? Diese Wolke, ja! Schnell, nimm den anderen Weg, Blaze! Das wäre geschafft. Wir sind den Blitzen ausgewichen. Macht euch bereit, da sind noch mehr Wolken. Welche Wolke ist elektrisch aufgeladen? Diese Wolke! Ja! Wir haben es geschafft! Und seht mal, da ist der Rotor! Er fliegt direkt vor uns! Oh, aber er ist schon fast am Ende der Himmelspiste! Das ist unsere letzte Chance! Wir müssen uns den Rotor schnappen, bevor die Himmelspiste endet! Wir brauchen Turbo-Speed! Damit ich Turbo schnell werde, ruft, gib Speed! Gib Speed! Woohoo! Wir haben ihn! Halte durch, Swoops! Wir kommen! Was ist denn, kleiner Vogel? Oh, Swoops, sieh nur! Es ist Blaze! Und er hat meinen Rotor! Großartig! Und jetzt setz ihn ganz genau hier ab! Langsam und vorsichtig! Ein Rotor kommt sofort! Perfekt! Okay, Swoops. Und jetzt schön stillhalten, während ich ihn wieder befestige. Das war's, Swoops. Jetzt fliegt dein Rotor ganz bestimmt nicht mehr weg. Na los, Swoops, schmeiß den Rotor an. Okay, es geht los. Es funktioniert. Seht mich an. Seht mich an. Ich kann fliegen. Swoops fliegt wieder. Juhu. Und was machen wir jetzt? Wenn wir versuchen, über die alten Eisenbahnschienen zu fahren, dann fallen wir runter.
Die Schienen wurden nicht für Monster Trucks gebaut. Um darauf zu fahren, brauchen wir eine Dampflokomotive. Ja, Dampfloks sind Züge, die mit Wasserdampf angetrieben werden. Sie haben einen großen Ofen, der einen Wassertank erhitzt, bis das Wasser 100 Grad heiß wird. Der Wasserdampf des kochenden Wassers drückt gegen einen Kolben und der treibt dann die Lokomotive an. Na dann, okay, bauen wir eine Dampflok und fahren über die Gleise. Zuerst brauchen wir eine Feuerbüchse. Dieser Teil erhitzt das Wasser. Um die Feuerbüchse zu machen, ruft Feuerbüchse. Feuerbüchse! Als nächstes brauchen wir den Kessel. Das ist der Tank, in dem sich das kochende Wasser befindet. Um den Kessel zu machen, ruft Kessel. Kessel! Großartig! Jetzt brauchen wir nur noch die Kolben. Wenn sich das kochende Wasser in Dampf verwandelt, schiebt es die Kolben an und die lassen die Lok fahren. Um die Kolben zu machen, ruft Kolben. Kolben! Oh ja! Jetzt bin ich eine Dampflok-Monstermaschine! Wow! Alle einsteigen! Und mit Volldampf voraus! Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Blaze, pass auf, die Gleise teilen sich da vorne. Und das eine Gleis führt in eine Sackgasse. Schnell, überlegt mit, welchen Weg wir nehmen sollen. Sollen wir den unteren Weg nehmen oder den oberen Weg? Den oberen Weg, ja! Yippie! Ja! Wir haben uns richtig entschieden. Passt auf, Leute! Da vorne kommt noch eine Abzweigung! Sollen wir den oberen Weg nehmen oder den unteren Weg? Den oberen Weg! Ja! Ja! Oh, yeah, yeah, yeah! Juhu! Die rostige Eisenbahnstrecke hätten wir geschafft. Nächster Halt, die Rodeo! Wir haben's geschafft! Bei meinen Stoßdämpfern! Da ist sie endlich! Die Rodeo-Bullen-Rennstrecke! Tja, dann brauchen wir jetzt wohl nur noch eins zu tun, Jungs! Und was ist das, Starla? Reiten wie die Cowboys! Auf die Plätze. Fertig. Los! Wow, seht doch mal. Diese Rodeo-Bullen-Rennstrecke ist eine echt verrückte Fahrt. Du sagst es, es ist die wildeste Strecke im ganzen Wilden Westen.